geht's euch? Super. Gute Nacht. Naja, schön, dass ihr da seid erstmal. Wir haben ein kleines technisches Problem. Gut, das ist erstmal gut. Wir haben erstmal ein kleines technisches Problem. Ich bitte das zu entschuldigen. Ne? Hallo Angel, hallo Wolke, mir geht's ganz gut. Alles super. Alles super. Ja, wir spielen heute tatsächlich den Taxi-Simulator, ne? Aber da gibt es, glaube ich, noch kleine technische Probleme. Ja, ich bitte das zu entschuldigen, ne? Warte, ich habe auch was Kleines vorbereitet. Moment. Ich spiele natürlich nicht alleine. Ich habe heute jemanden dabei, ne? Rainer Winkler, bist du da? Lieblingsland? Italien. Barcelona. Barcelona? Okay. Rainer Winkler ist heute auch natürlich dabei. Herr Rainer, was ist denn dein Lieblingsland, wenn ich mal fragen darf? Lieblingsland? Italien. Barcelona. Barcelona? Okay. Barcelona? Okay. Gut, Rainer, dann haben wir das auch geklärt. Dann ist das ja das perfekte Spiel für dich, würde ich sagen. Aber eine Frage habe ich nicht vorbereitet, wenn wir dich gerade da haben. Was war denn nochmal dein Lieblingsland, wenn man mal so privat fragen darf, ne? Lieblingsland? Ja. Italien. Barcelona. Barcelona? Okay. Ah, okay, Barcelona. Ich weiß nicht, Leute, vielleicht, ich will auch nicht gebannt werden. Wunderbar. Nee, schön, dass ihr da seid. Hallo, Chef. Genau, so will ich auch genannt werden. Was war die zweite Nachricht? Kündigung ist raus, habe ich gehört. Nee, so schnell geht's leider nicht, ne? So schnell geht's leider nicht, das tut mir leid. Da musst du ein bisschen mehr machen, als deinen Char zu verlieben. Aber mal gucken, ne? Wenn du das willst, kriegen wir das sicherlich irgendwie hin. Nein, ich hoffe, dir geht's auch gut. Ja, eigentlich kannst du das nicht machen, ne? Auch weil der auf Twitch gebannt ist, aber hä? Ich glaube, solange man Rainer Winkler nicht zum Thema macht, verstößt das nicht gegen die Regeln. Das Thema ist nämlich Taxi-Simulator. Nochmal gerettet. So. Ja, wie gesagt, das Spiel sollte eigentlich draußen sein, ist aber hier noch nicht verfügbar. Ich kann es euch gerne zeigen. Wir haben hier kleine technische Probleme. Ich bitte das erstmal zu entschuldigen. Ich zeig's euch jetzt einfach nicht, weil ich nebenher kurz in den Discord reingucken muss von denen. Was wird denn das so geschrieben? Ich guck mal. Na, der wird erstmal fett gespammt hier. Ach du Scheiße, eine ganze Discord voll von denen. Steam say release in 15 Stunden. Ja, wunderbar. Wunderbar, 15 Stunden haben wir noch Zeit. Ne, bis jetzt geht da noch nichts, ne? Da würde ich sagen, haben sie die Veröffentlichung erstmal verkackt. Das schreibe ich mir auf meine Geschmackspunkte-Liste. Ne? Das gibt bis jetzt nur 5 von 10 Geschmackspunkten. Hallo Jojo. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Food-Video. Mein Name ist Sebastian Schulz und ich komme aus Schonungen bei Schweinfurt. Für mehr Videos macht gerne das Plus weg. Ja, heute habe ich die Annette dabei, die kommt aus Zahl. Nee, Lukas tatsächlich nicht. Hallo Niki. Tatsächlich wird mir, ich kann es dir wirklich zeigen, warte mal. Aber kann ich das hier nochmal geil aktualisieren? Ach, warum startet da immer so ein komischer Stream? Hallo Gambino, hallo Milalela. Nee, hier wird nichts angezeigt, ich zeig's euch wirklich mal.
Bin voll lost. Gott, da steht bald verfügbar. Dieser Artikel ist noch nicht verfügbar. Und, nee, nix, ne? Nix. Ne? Gar nix. Barcelona. Guck mal hier, Barcelona. Das sieht aus wie hier so wie so ein Spielzeugauto. Wunderbar, freue ich mich aber auch drauf. Ich bin wirklich gespannt. Ne? Ich weiß nicht. Ich will nicht enttäuscht werden. Das sieht aus wie so ein schöner Mercedes-Kombi. Es wird auch schon gestreamt auf Twitch. Ja, aber das ist ja immer so, dass da irgendwie Leute früher rankommen. Und ich glaube, die Konsolenversion wurde auch früher released, ne? Es gibt ja immer Leute, die irgendwie früher, warum auch immer, ne, drankommen. Sind mit dem Entwickler befreundet, klar. Ja, klar. Nee, keine Ahnung, aber weißt du, was ich meine? Eben, es ist ja auch irgendwie unterschiedlich. Manche können das schon kaufen, manche können das noch nicht kaufen. Bei mir ist das bald verfügbar weg, ich guck mal. Schau mal Discord, ja. Ich lade mal neu. Pff. Ja, das ist mir auch aufgefallen, Lukas, aber alles gut. Solange man meine Adresse nicht sieht, ist das okay. Ja, ich starte mal Steam neu, weil mir wird immer noch nichts angezeigt. Mach ich mal. Steam wird beendet. So, Steam wird gestartet. Schonungen. Schonungen. Ey, die Wohnungen in Schonungen, ne? Das sind bestimmt auch richtig nice. So, jetzt gucken wir mal. Hier, Wunschliste. Oh, 30 Euro in den Warenkorb. Jetzt kann ich es ganz normal kaufen, ne? Danke für den Tipp. Ich kann es ganz normal kaufen hier. Will ich das? Das weiß ich noch nicht. 30 Euro sind 30 Euro, ne? Sind 3 Döner, habe ich ausgerechnet. Ich mach's für euch, ne? Klar. Jetzt kann ich das sogar installieren. Jetzt geht's aber richtig los hier. Ne, oder auch nicht. Wunderbar. Gut, ich hab's schon mal gekauft. Installieren kann ich's nicht. Leck mich im Arsch, ich kann es wirklich nicht installieren. Ah, ich kann es installieren. So, wie lange brauchen wir? Ich gucke. Ja, 10 Minuten. Was ist das denn für eine Leitung hier wieder? Estra, Lüchen, hallo Nathalie. Ja, 3 Minuten. Rainer, wie lange brauchen wir, wenn ich fragen darf? Lieblingsland? Italien. Barcelona. Barcelona. Okay. Es sind 5,2 Gigabyte, ne? Oh, 28 Sekunden. Jetzt rennt die Leitung hier aber durch. 10 Sekunden. Alter, ich habe das Spiel in unter einer Minute durchgeladen, wollte ich gerade sagen, Hilfe. Ich werde den Sound heute 100 Mal abspielen, das kannst du mir glauben. Das Spiel ist runtergeladen. Danke da auch an Vodafone, ne? Mittlerweile. Also, ey, ohne Scheiß. Nee, es sind 5 Gigabyte. Habe ich 25 gesagt? Das sind nur 5. Es sind sogar nur 3,6. Kann ein 3,6 Gigabyte Spiel überhaupt gut sein? Ja, mittlerweile mache ich das schon an der Größe fest, ob ein Spiel gut wird oder nicht. Gucke nur mal. Nee, hätte ich jetzt auch gesagt, ja, aber gucken wir mal jetzt. Hey, jetzt ganz locker, da gucken wir mal rein, bilden wir uns die eigene Meinung mit Rainer Winkler zusammen. Was wollte ich noch sagen? Keine Ahnung. Payday war doch größer, oder nicht?
Es kann kurz laut werden, ne? Immer wenn man ein Spiel startet, ihr kennt das, dann dröhnt erstmal die Musik rein. Oh Gott, ich habe schon Angst jetzt. Ah. Oh Gott. Hilfe. Nein, bitte nicht. Das wird gleich laut, Leute. Ich kann nichts dafür. Ich kann nichts dafür. Oh, da kommt gar keine Musik. Ich hab's euch gesagt. Ah, schöne Auflösung auch erstmal. Ey, geil. Weißt du, da kommt erstmal gar nichts und dann ballert das so rein. Warte, ich mache euch hier mal Sprache. Sprache gar keiner, genau, Deutsch. Ey, ich brauch kurz. Ja, Leute, warte mal, ruhig bleiben, ich kann nicht so schnell. Auflösung. Nicht so schnell. Warum muss man am Anfang alles einstellen? Speichern. Ist besser? Nee. Ist besser? Ja. Kann ich jetzt randlos machen, bitte? Ich kann nicht randlos spielen, du Scheiße. Okay, wir spielen im Vollbild. Alles okay, wir spielen im Vollbild, ist das okay? Voreinstellung, Mittel, auf gar keinen Epos. Epos, wir spielen auf Epos. Wir spielen auf Epos, Leute. Sichtweite Epos, Schatten Epos. Ist das Spanisch? Wunderbar. Ich habe jetzt schon Deutsch aber eingestellt. Sichtweite. Okay, egal. Nochmal Sprache gucken, okay, Steuerung, ja, das werden wir merken. Ist das zu laut, ist das okay vom Sound her? Ich finde es ein bisschen arg laut, aber na, ihr hört das ja mal anders. Ihr hört das ja mal anders. Sound plus, gut, sehr schön. Ja, dann gucken wir mal rein in die Credits, ne, dann Spaß. Ja, gucken wir mal rein, ne? Wird bestimmt auch einen krassen Story, ihr wisst schon, eine krasse Story haben, klar. Gamblex Model. Ja, wir nehmen Harald Ecker. Das ist schon wieder eine schwierige Entscheidung. Ich glaube, ich nehme den hier. Unternehmensname. LS Taxi, klar. Unternehmenslogo. Oh, Downtown Gap Logos. Wunderbar. Das erste sieht doch gut aus. Nee. Oh, Feuer. Ohne Ente. Taxi-Ente, klar. Ja. Ich glaube, ich bin für die Ente. Oh, Unternehmensfarben. Jetzt passt auf. Ja, blau. Gelb. Scheiße. Hä? Wo ist hier grün? Hallo, Hilfe. Ah, wo ist meine Maus? Hilfe. Warum? Warte mal, ich bin überfordert. Warum kommt der denn von gelb auf grün? Nee, das ist es. Das ist es. Warte mal, was wollen wir das andersrum machen? Oh, Junge, warum geht das immer weg? Das ist kaputt. Achso, nee, hier blau. Oh, Junge. Ah, Hilfe. Ihr merkt schon, das funktioniert alles super. Hallo? Okay, das sieht scheiße aus, oder? Nee, es geht. So nehmen wir das, ne? Nächste Stufe, alles klar. Gehen wir in die nächste Stufe, was auch immer das heißt. Hallo? Welcome to the vibrant city of Barcelona, where history meets modernity in a symphony of architectural wonders. Beginne deine Reise als Taxifahrer, die dich durch die geschäftigen, engen Gassen des Ich kann nicht so schnell lesen.
Spüre den Wind des Meeres, der bei der Fahrt entlang der sonnenverwöhnten Strände über dein Gesicht streicht, und erlebe ein unvergessliches Abenteuer. And become the most sought after taxi driver in town. But first, let's get you a taxi driver's license. Was? Ich will keinen Führerschein. Ich bin doch... Hallo? Stopp. Before you hit the bustling streets of Barcelona to ferry people around, we gotta teach you how to drive. Nein, 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 ich mache hier jetzt keinen Führerschein. Ich kann das nicht. Ich kann den Teil überspringen, das ist schon mal gut zu wissen. Wie, ich muss da schalten und so, leck mich im Arsch. Das ist die Kabine meines Autos, natürlich. Ich bin in einem fetten Truck gerade. Wir machen den Motor mit Y an, ganz klar. Das ist eine wunderschöne Steuerung erstmal. Warte, erstmal hier umgucken, ne? Ja, ist ein Taxi, ne? Ja, Motor ist an. Warum ist hier kein Fahrlehrer? Warum ist die Hupe so leise? Ich muss nicht. Leck mich im Arsch. Also Handbremse. Das kriege ich hin, ja. Kannst du die Steuerung ändern? Muss ich gleich mal gucken, aber bestimmt. Aber ich lasse natürlich erstmal so, ne? Weil dann ist es einfacher mit Tutorial. Sehr gut. Now you can drive. Increase the speed by pressing the acceleration button and drive. Ja, anschnallen gibt's nicht, ne? You can brake by pressing the brake button and turn the wheel. Warum ist die Hupe so arschleise, weil der redet? Das ist nicht cool. Getriebemodi. Ja, ich mach ganz sicher jetzt nicht auf Simulation, ne? Ich werde nicht schalten irgendwo. In einem Automatik. Also die Hupe ist immer noch arschleise, dafür kann ich aber auch nichts. Hört ihr das? Ich, bei mir ist das auch so leise, ich kann nichts dafür. Just keep in mind that the game will require you to make numerous precise. Ja, liegt schon wieder nicht in mir. Your level of control over the car will depend on the type of control device you're using. The control system has been designed to enable you to navigate through narrow streets. Look at how much you can turn the steering wheel. It's worth noting that. Naja, schon klar, Haff, aber wenn ich das jetzt lauter mache, dann ist ja seine Stimme viel lauter als alles andere. Also ich kann es dir gerne mal zeigen. Auf deine Verantwortung jetzt. Viel Spaß. The steering wheel and the car's wheels turn slowly at the start and then pick up speed as they approach their left or right limit. If you're ready, park the car in the mark. Leck mich im Arsch, ich hab einen Hörsturz. War das laut? Oh mein Gott, stimmt. Man kann das natürlich dann so anpassen. Warte, ich muss gucken. Space in front of you. Of course. Ja, naja. Weiß ich es auch nicht. Ich habe nicht gelesen, was ich mache, wenn du bereit bist, packe das Auto auf der Stellfläche vor dir. Wo bin ich? Hallo? Ah. Was heißt Escola Fahrschule oder was? Escola? Was soll ich machen? Also. Ich habe leider keinen. Oh mein Gott, ja, da merkt man auch, dass ich das nur umstellen muss. Leider keinen Lenkrad. Gut, das war jetzt scheiße. Wunderbar. Leck mich am Arsch. Excellent work. You've got the hang of controlling the car. Warte mal, das Lenken ist ja viel zu. Nee.
Achso, Steuerung kannst du tatsächlich umstellen. Blinker, okay, okay. Mhm, warte mal, wenn wir schon dabei sind. Ja, wunderbar. Wunderbar, ich hoffe, das hat funktioniert. Okay. Speichern. Bremsempfindlichkeit. Die Lenkempfindlichkeit ist viel zu weit oben. Just a friendly reminder. When driving in the city, na, immer noch. Naja, wir kriegen das hin. Was soll ich machen? Ich habe nicht gelesen. Impressive. You can also use quick look features to make sure that a maneuver you want to make is safe. Test it. Drücke X plus Q, X und E. Wat? Wat will er von mir? Ja, das verstehe ich nicht. Drücke X plus Q, X plus E. Excellent. Oh, doch, ich verstehe. You can also look back and lean forward for a better view. Test it. Press the look back and lean buttons. Additionally, in the cabin, ja, das werde ich mir niemals merken können. But all functions available here are also available directly from your steering device or from the radial menu. Ja. Press the radial button to open the radial menu. Alles klar. Now you can navigate through it with the tab change buttons. To choose each option, press jetzt können Sie den Exit button. Remember, the time is slowed down when the radial menu is turned on. Mach einfach mal alle Scheinwerfer an. Ja, leck mich im Arsch. Don't forget to keep an eye on the fuel level and remember. Ich habe schon wieder vergessen, wie man die Sicht ändert. If any of the five icons that are linked to the car's endurance start to light up, you'll need to repair the car. These parameters are also shown on the HUD as bars. However, there is also one more bar. One parameter. Es gibt einen Balken für die Sauberkeit. Noah, da kommst du ins Spiel. Tips. Okay, you know the basics. Now you can try the car. If you feel ready for the exam, please park in the market. Wart, jetzt soll ich eine Prüfung ablegen hier? Easy, Vollgas. Kann ich meinen Sitz ein bisschen höher stellen? Hallo, ich stehe. Wunderbar. Drive along the curved line and park in the marked space. Fahre langsam und kontrolliert. Versuche in der Mitte der Linie zu bleiben. Fahre nicht über sie drüber. Hey, easy, ich zeige jetzt, wie ich fahren kann. Ich sehe halt nichts, ne? Junge, der. Wie? Ich habe halt keinen Fehlerpunkt. Ey, ohne Scheiß muss man da so tief sitzen? Also, ich sehe ja nicht mal. Warte mal, wenn wir schon dabei sind. Nochmal. Ein bisschen weiter runter. Kann ich meinen Sitz nicht irgendwie einstellen, bitte? Ey, danke fürs Folgen. Dieses Lenkrad, ne? Ah, okay, immer noch so schnell. Egal, ich zieh das jetzt durch. Ja. Leck mich am Arsch. Ich mach das jetzt so lange runter, bis das okay ist. Ihr müsst jetzt auch leider mit mir durch. Wir müssen natürlich die passende Einstellung finden. Es wird nicht langsamer. Das ist, ist nicht langsamer geworden. Was für ein Parken bitte nicht. Also bis jetzt ist cool, ne? Maximum left position and move forward slowly.
Ich kann nicht einparken. Maximum right position and move forward slowly. If you need to make any adjustments, slowly move the car backward and reposition the car to the left or right as needed. Ach komm, ist doch easy eingeparkt. Ja, passt doch, oder nicht? Hä, hey, das steht perfekt. Very good. Ah, danke schön. Park in the marked space to start the next stage. Ja, gut, das ist der Anfang. Da gucken wir mal. Wieder rausblinken, ne? Das Lenkrad ist so kacke eingestellt. Let's practice perpendicular reverse parking. Ich bin gespannt, wie weit runter wir damit noch müssen, ne? Also, aber da ändert sich halt wirklich. Aber das ist doch die richtige Einstellung, oder? Bremsbeschleunigung. Beschleunigung, was ist denn? Ja, die ist auch zu hart irgendwie. You need to stop the car in the designated point. Oh ja, jetzt ist gut. Turn the wheels to the maximum left position and move backward slowly. Was soll ich machen? Rückwärts einparken? Bitte nicht. Once the car is nearly in a parallel position to the marked space, straighten the wheels and continue moving the car backward. Ensure das schaffe ich nicht. Within the marked space. If you need to make any adjustments, slowly drive forward and reposition the car to the left or the right as needed. Also, ich sehe halt vorne nichts, ne? Und die Spiegel sind auch nicht perfekt. Es liegt nicht an mir. Das könnt ihr. Oh no. Das könnt ihr mir nicht sagen. Let's practice perpendicular reverse parking. Ich meine. Achso, ich kann ja auch irgendwie nach hinten gucken. Na, warte mal. Ich hab vergessen, wie. Maximum left position and move backward slowly. Once the car is nearly in a parallel position to the marked space, straighten the wheels and continue moving the car backward. Ensure that you remain within the marked space. If you need to make any adjustments, slowly drive forward and reposition the car to the left or the right. Die Kameraposition ist ganz komisch. Ich meine, ach so, könnte ich schaffen. Oh no, you crossed the line. Ja, wunderbar. Wir versuchen das natürlich erstmal in der Innenansicht, ne, weil sonst ist es ja witzlos. Aber ich schwöre, das ist nicht so einfach irgendwie. Ich sehe auch in dem Spiegel ja nicht viel, ne? Nach vorne auch nicht. Leck mich im Arsch. Let's practice perpendicular reverse parking. Ich hab auch die Steuerung wieder vergessen, weil ich 100 Tasten gleichzeitig drücken muss. Here are the steps. Turn the wheels to the maximum left position and move forward slowly. Warte mal, kleiner Cheat. Once the car is nearly in a parallel position to the marked space, straighten the wheels and continue moving the car backward. Oh ja, das war sehr schwer. Within the marked space. Very nice. Park in the marked space to start the next stage. Wunderbar. Was soll ich machen? Ich hab nicht zugehört. Hier ist nichts markiert. Da hinten? Geil, voll Gas. Das Spiel ist schon wieder so leise. Let's practice making a U-turn in three moves. Wenden in drei Zügen. Follow these steps. Turn the wheels to the maximum left position and move forward slowly. Remember to stop before the car leaves the marked space. Turn the wheels to the maximum right position and move. Ich wusste nicht, dass ich eine Fahrschule jetzt machen muss, ne? Stop the car before it leaves the marked space. Once more, turn the wheels to the left. Drehen Sie die Räder nach links und fahren Sie langsam vorwärts. Das macht gar keinen Sinn. Was will der von mir? Hilfe. Bin ich drin?
Bin ich nicht? Ja, das gilt natürlich nicht, ne? Also, ein bisschen pingelig, Fahrlehrer. Was willst du von mir? Dass es geradeaus fährt? Ach so, andersrum. Ja, ich hab keinen Führerschein, echt, was soll ich machen? Ich verstehe, was er von mir will. Wenden in 5 Zügen. Wenden in 10 Zügen, jetzt verstehe ich's ja. Natürlich. Ja, ich mach das super gut, das ist es doch. Oder nicht? You left the wrong space from the wrong side. Hä? Try again. Ich blick halt nicht, was er von mir will. Let's practice making a U-turn in 3 moves. Follow these steps. Hallo, Blanche. Turn the wheels to the maximum left position and move forward slowly. Okay, wir machen das jetzt so, wie der das sagt. Before the car leaves the marked space. Das macht doch gar keinen Sinn. To the maximum right position and move backward slowly. Again, stop the car before it leaves the marked space. Once more, turn the wheels to the left and move forward slowly. Adjust the position of the car to drive straight and exit the marked. You left the marked space from the wrong side. Try again. Let's practice making. Okay, nochmal. Wenden Sie nach links. Wenden Sie nach rechts. Fahren Sie rückwärts. Maximum left position. And move forward slowly. Ich finde, das ist perfekt. Remember to stop before the car leaves the marked space. Nee? Stoppen Sie das erneut, bevor Sie den markierten Bereich verlässt. Stoppen Sie das Auto erneut, bevor es den markierten. Junge, wenn er noch einmal. Leck mich im Arsch, ich überspring das. Let's practice making a U-turn in 3 moves. Follow these steps. Turn the wheels to the maximum left position and move forward slowly. Remember to stop before the car leaves the marked space. Turn the wheels to the maximum right position and move backward slowly. Again, stop the car before it leaves the marked space. Kann mir jemand erklären, was er von mir will, für Dumme? Left and move forward slowly. Ich hab doch keine Ahnung. Adjust the position of the car to drive straight. Andersrum? Exit the marked space. Finally, park the car within the. In 3 Zügen, Mann. Wie gesagt, ich hab keinen Führerschein. In 3 Zügen wenden werde ich hier eh nicht schaffen. So, hier habe ich gewendet. Dankeschön. Ich hab nichts gedrückt. Er sagte, was zu machen, und das ist mir schon gleich, ich verstehe es aber nicht. Maximum left position and move forward slowly. Remember to stop before the car leaves the marked space. Turn the wheels to the maximum right position. Außerdem, ich kann nicht lesen und lenken gleichzeitig, bin ich multitasking leider. Once more, turn the wheels to the left and move forward slowly. Adjust the position of the car to drive straight. Was mache ich denn die ganze Zeit? Finally, park the car within the next marked space. Wenn du mit der Schnauze in der Ecke bist, ganz nach rechts lenken, rückwärts fahren und dann vorwärts nach links. Ah, ich verstehe. Habe ich was anders gemacht? Ich habe Angst, jetzt stoßen wir an. Ja. You left the marked space from the wrong side. Try again. Verstehe ich nicht. Let's practice making a U-turn in 3 moves. Follow these steps. Turn the wheels to the maximum left position and move forward slowly. Ist das jetzt immer noch falsch? Wenn nach rechts lenken rückwärts. Turn the wheels to the maximum right position and move backwards. You left the marked space from the wrong side.
Try again. Okay, nochmal. Let's practice making a U-turn in three moves. Follow these. Ey, was mach? Aber ich mach doch das. Ich mach doch jetzt. Leck mir am Arsch. Ich mach doch jetzt genau das, was er von mir will, oder nicht? Let's practice making. Okay, ich lese jetzt, passt auf. Follow these steps. Turn the wheels to the waren sie langsam vorwärts, ja. Achso, jetzt habe ich schon falsch gemacht. Hier ist kein markierter Bereich. Äußere und waren sie langsam rückwärts. Stopp, sie haben wir was im Jahr. Once more, turn the wheels to the left. Ja, und dann? Forward slowly. Adjust the position of the car to drive straight and exit the marked space. Finally, park the car within the next. Sieh an, dass es gerade ausfährt und verlasse die Markierung. Ich verstehe es nicht. Ich werde es überspringen jetzt. You left the marked space on the wrong side. Wie überspringe ich das? Let's practice making a U-turn in three moves. Follow these steps. Turn the wheels to the maximum left position and move forward slowly. You left the mark. Ich weiß jetzt, was er von mir will. Try again. Ich weiß es nicht. Wie kann ich das überspringen wieder? Ich habe keinen Führerschein. Ich will. Ah, ich kann die Aufgabe. Ah, nein, nicht neu starten. Ich will nicht das ganze Tutorial. Follow these steps. Ich will nicht das ganze Tutorial überspringen. Remember to stop before the car leaves the marked space. Turn the wheels to the maximum right position and move backwards slowly. Again, stop the car before it leaves the marked space. Once more, turn the wheels to the left and move forward slowly. Der will nämlich so jetzt extra move nochmal. Adjust the position of the car to drive straight. Nee, ich verstehe es echt nicht. Finally, park the car within the next marked space. Very good. Hey. You passed the first part of the exam. Leck mich im Arsch. You are ready to take a test drive through Barcelona. Before you hit the city streets, it's important to remember that you must abide by all traffic rules and regulations. By driving in a calm manner, using turn signals and following traffic signs, you'll be rewarded with XP points. Polizei, hört sich erstmal gut an. If you break any traffic rules and get caught by a police patrol, you'll receive a ticket. Ah, ja. Please remember that the standard speed limit in the city km/h, ja. Is 50 kilometers an hour. Good luck. Ja, ich habe einen Führerschein. This is the final part of also. Your exam. You'll need to drive your own car in a real jetzt kommt die Prüfung, ne? Klar. The test. Good luck. Um die Prüfung erfolgreich zu bestehen, musst du einem Kunden abholen und ihn sicher das gewünschte Ziel bringen. Ja. Anschnallen ist hier nicht. Let's go. Open the map by pressing the map button. Yeah. This is where you can find available jobs. Using the steering. Great job. In the pop-up window, which excellent. You've taken your first job. Keep an eye on the orange bar located above the pop-up information window. This is the patience bar, and it will gradually decrease over time. Leck mich im Arsch, komm hier weg. The speed at which it decreases will depend on your passenger's temperament and, most importantly, your driving style. Avoid breaking traffic rules, as this may scare the client. Remember, the client won't. Denk daran, dass dein Kunde nicht ewig auf dich wartet. Den Ziel fährst du übrigens nicht gleich, sondern erst dann, wenn dein Passagier im Auto sitzt. Da frage ich mich manchmal im RP, sind die Leute schon mal Taxi gefahren? Exit the map by pressing the X. Follow the GPS route you can see on the mini map to the marked point. Jetzt zeige ich euch, wie man wirklich fährt. Ey, das Auto ist schon besser, das sehe ich jetzt mehr. Das Fahrschulauto war einfach kacke. Ich zeige euch, wie man es. Guck mal hier, natürlich. Ja, hier läuft das doch. 60, wunderbar. Ja, grafisch ist das auch nicht so das Geile, ne? Ein bisschen Musik, ein bisschen Radio vielleicht.
Radio? Was ist das denn? Quatsch, du Arschloch! Wunderbar. Das leckt auch ein bisschen, wunderbar. Das leckt ganz schön, wunderbar. Also was ich bis jetzt sagen muss, ich finde das, ich finde das ultra komisch, dass irgendwie manche Sounds so richtig leise sind. Steig ein. Ich bin geparkt. Now you know where to go. Drive to the destination point and remember to control the patient's bar. Occasionally, a client may initiate a conversation, and depending on the Ansicht, okay. You may choose to engage or disregard them. Keep in mind that participating in the conversation sehr cool. Could potentially boost your Es wäre geil, wenn man den Sitz irgendwie persönlich einstellen kann. Das ganze Game ist halt irgendwie so ruhig bis jetzt, ne? Ein Radio wäre ganz geil. Ja. Müssen wir gleich Musik anmachen, ne? Sonst ist es hier ganz schön ruhig. Bleib grün, wunderbar. Haben wir ein Tempomat? Oh, hier nicht. Aber die Lenkung ist auch immer noch ein bisschen Bullshit. Alter. Junge. Danke. Und es fährt einfach und die steigt aus, Alter. You have completed your first job and passed the exam. Ja, wir gucken gleich. Kundin Geduld und mach den Blinker aus, Junge. Clean your car or even buy a new one. You can use XP points to develop. Now let's spend some money. See? Profiführerschein. So, jetzt zurück. In dem Fähigkeit der Schirm, Wolfe deinen Abstand. Okay. Jetzt passt auf. Yeah. Oh yo. So. Jetzt geht's hier richtig ab. Was geht hier noch so? Eine Hupe. Rückfahrkamera, oh geil. Ja, ja, warte mal noch. Kollisionserkennung noch an. Handbremse. Karte. Ja, viel mehr haben wir nicht, ne? Warnblinker. Okay, geil. Also. Wir werden weiter. Weiter. Ja. Aber das sind Garagen. Ja, da können wir ja mal gucken. Wo sind wir denn? Hilfe. Hilfe, ich will nächstes Mal gehen. Kann ich irgendwie. Ja, zoomen, das geht mit meinem Mausrad nicht. Super. Ja, das ist doof jetzt. Ey, das war. Oh mein Gott, man kann sich da so Routen erstellen, bitte. Das will ich nicht haben. Ach so. Okay, das habe ich gesucht. Ja, es ist eine Karte erstmal, ne?
Fahrer. Fähigkeitspunkte, Tourist. Fertigkeiten, Zeitsparer, Geldsparer. Genau, nimm alles mit dir. Nochmal Karte. Den Rest, was heißt den Rest? Also, achso, hier noch. Es gibt noch ein paar DLCs, glaube ich, ne? Weiß jemand, wo ich... Ach, da bin ich. Achso, ich sollte auch tanken gehen, ne? Machen wir das mal. Okay. Achso, wir sind ja schon in der Tanke. Achso. Ich weiß nicht, es gibt irgendwelche DLCs, ne? Es soll auch mehr geben, auf jeden Fall. Die Musik ist schon ein bisschen nervig jetzt auch schon. Volltanken, ja. Okay, das Tanken ist halt langweilig gewesen. Jetzt gehen wir die Garage besuchen. Junge. Junge, mach du. Ah. Hier ist eine Garage. Ist die Musik eigentlich zu laut? Ich finde schon. Ach, komm, kein Unterschied. Also, die Bremse. Ja, was ist jetzt? Achso, Motor ist auf einmal aus, klar. Natürlich. Okay, dann gucken wir mal, was in so einer Garage abgeht. Ich weiß nicht, bin ich zufrieden mit der Kamera. Ich finde das nicht so geil irgendwie. Oder kann man das noch anders einstellen? Geschwindigkeit, Lenkgebühren, nee, kann man nicht. Würde voll gern meinen Sitz so mäßig einstellen. Ich kann natürlich auch so rumfahren, aber das ist halt auch low, ne? Sieht halt auch sehr komisch aus. Und hört sich auch komisch aus. An. Aus, an. Das laggt auch immer wieder ein bisschen, ne? Das liegt halt auch nicht an mir. Ich sehe die Ampel nicht. Ja, wunderbar. Achso, ich sollte egal. Upsala. Ah, natürlich. Ich weiß nicht, das leckt jetzt irgendwie. Ganz geil ja auch. Die Musik ist voll okay. Also ich finde es grafisch dafür, dass es auf episch ist, so ein bisschen weird auch. Und fahren, ja, naja, geht. Also geht safe auch geiler. Ist halt dann doch nicht ETS oder so, ne? Die Ampel vor mir funktioniert nicht richtig, okay. Ich fahre einfach, wenn der vor mir fährt. Scheiße, ich muss abbiegen. Ja, das Ding ist aber auch, weil das 30 Euro gekostet hat, das soll ja eigentlich ein fertiges Spiel sein. Ich glaube, das ist gar nicht Early Access, oder? Also klar, die werden das bestimmt updaten und so, aber...
30 Euro, ja, ich glaube, das soll auch einfach fertig sein, ne? Was piepst hier denn eigentlich immer? Bin ich zu nah auf Dings? Ja, Konsole ist teurer. Das stimmt. Na, frag mich nicht, warum. Habe ich jemanden überfahren? Bin ich zu nah an den Autos ran? Ich fahre doch wohl okay. Piep mal nicht. Fahre ich dem zu nah auf? Ja, solange wir keinen Crash machen hier, ne? Wie sind so die Preise? Ich habe ja $100 die gerade gezahlt, ne? 100. Ja, das ist schon teuer, glaube ich, hier in Barcelona. 24 Euro MMOGA, stimmt, das habe ich auch. Jetzt bin ich vorbeigefahren. Das habe ich auch gesehen, ja, stimmt. Und das natürlich auch. Ja, würde ich dann auch eher in Betracht ziehen, ne? Also, ich meine, keine Ahnung, wenn ein MMOGA das günstiger anbietet, würde ich das auch eher machen. Ganz ehrlich. Naja, gucken wir mal noch ein bisschen weiter. Ne? Vielleicht haben wir einiges noch nicht gesehen. Jetzt gucken wir mal hier in die Garage rein. Aber wie gesagt, das ist halt doof gelaufen für den Simulator, wenn mich die Steuerung schon abfuckt. Ne? Weil ich finde, Steuerung ist natürlich das Wichtigste bei einem Simulator. Ne? Und wenn mich die jetzt schon so ein bisschen abfuckt, dann kann das ganz ehrlich gar nicht mehr so gut werden. Aber ich gebe dem Game noch weitere Chancen. Ich kann das hier waschen lassen. Ja gut, mit dem Lenkrad ist das wahrscheinlich deutlich besser, ne? Aber ich meine, es gibt ja trotzdem PC-Spiele wie ETS jetzt, die du halt mit Tastatur, ne, muss ich das eigentlich so übel geil steuert. Also es ist schon machbar. Okay, können wir Autos kaufen? Boah, das ist ja... Boah, ja, so ein Van. Ich kann das auch mit Controller natürlich gleich mal ausprobieren, aber... Wie viel Geld haben wir denn? Warte. Was kann ich hier machen? Ist alles... gesperrt. Wunderbar. Kann ich wenigstens innen. Wow. AMG, ich schwöre. Jesus Maria. Ah, ist alles. Nee, das sieht aus wie Scheiße erstmal. Wunderbar, da freue ich mich. Also, wer sich da irgendeinen Ball auf den. Dings mache, weiß ich aber auch nicht. So, hier kommen wir zu den wichtigen Details. Wir tun uns hier erstmal einen geilen Doggo rein. Installiert, ausruhen können wir uns. Wir können uns ausruhen, okay. Teile. Reifen, da können wir aber auch erstmal alles gar nichts. Oh Gott, man kann sich eine Gangschaltung kaufen, das lassen wir mal. Ist bestimmt dann geil mit Lenkrad und Kupplung, ne? Aber können wir nicht die... Kann ich den nicht umlackieren lassen? Wenn ich ehrlich bin, habe ich keinen Bock auf Weiß. Will da noch mal rein, bitte. Leck mich im Arsch. Ach komm, ich will da nur in die Garage rein. Ich will da jetzt nicht richtig einparken müssen. Dankeschön. Kann man die Autos umlackieren? Weiß das jemand? Ach so, reparieren kann ich auch. Alle reparieren hier. Wunderbar. Wart.
Achtung, Fahrer, das ist das, Autos zu kaufen, keines gebraucht, wunderbar. Teile. Aha, das habe ich gesucht, gucken wir hier noch. Jetzt kommt der spannende Teil vom Game. Ach du Scheiße. Wer das macht, den kann man auch nicht mehr retten. Bis später, Lukas. Komm, machen wir so ein deutsches Taxigelb einfach. Hab ich, oder? Hier komme ich zurück. So. LED. Ach, Unterbodenbeleuchtung. Natürlich. Das ist wichtig bei einem Taxi, Leute. Machen wir ein schöneres Taxischild. Das kann man aber nicht lackieren. Warum kann man da einen Spoiler drauf tun? Schön geile Felgen. Okay, jetzt sieht das schon mal cooler aus. Wackelkopf haben wir. Sitze sind halt alle hässlich irgendwie, oder? Ja. Die sind alle nicht so schön. Gut, dann waren wir in der Garage. Vergessen mal den Motor anzumachen, finde ich auch toll. Ich hoffe, da ist niemand hinter mir. Oh, wunderbar, Stimme Stau hier. War der Radio? Wichtig. Das hier ist das Anfangsauto. Ein anderes konnte ich, glaube ich, jetzt nicht holen, ne? Im Shop, wo ist denn der Shop? Steam Shop, okay, ich gucke, ich tapp kurz raus, wunderbar. Ein Wagen in 3 Zügen, hör auf, ich werde davon träumen. Hör bitte auf. Oh ja. Danke für den Tipp. Ist ein Klassiker, ja, ich sehe schon. Was geht dann noch so an DLCs? Ah, das Supporter-Pack. Naja, gut, das kaufe ich nicht im Arsch. Ja, ist aber halt arschteuer, ne? Jetzt müssen wir nochmal neu starten hier. Der Wackelkopf ist das Beste an dem Spiel. Kommt auch immer die gleiche Musik, finde ich gut. Dann gucken wir nochmal in die Garage. Achso, wir stehen immer noch hier, ne? Oder? Tatsächlich. Achso. Die Unterbodenbeleuchtung, also wirklich. Weiß ja nicht. So, wir können jetzt also noch den Klassiker hier nehmen. Der ist wirklich sehr klassisch. Ne? Ist natürlich geil. Ist natürlich ganz geil. Aber wir sind nicht bei Mafia 2. Muss Kuchen fertig machen. Ey, viel Spaß. Ne, wir nehmen erstmal den. Achso, den muss man dann eh kaufen, oder was? Na, wunderbar. Neues als Taxiauto würde ich nicht fühlen. Wobei eins schon. So, Radio nochmal. Anderer Sender diesmal, ich kann es nicht machen. Ja, wunderbar.
Und dann holt man jetzt hier Fahrgäste ab, oder was? Und das ist das Spiel, oder wie? Wir probieren das mal weiter. Wir holen mal den hier oben ab. Haben wir Licht an? Ja. Ist da ein Taxi im Jahr? Okay, nee, das war mir bewusst. Darauf habe ich mich eingestellt, ne? Aber weiß nicht, wenn ich so an den Euro-Truck-Simulator denke, ne? Ist trotzdem. Ich meine, Euro-Truck-Simulator ist auch nur ein Truck-Simulator und macht ja trotzdem übel viel Spaß. So, weißt du, was ich meine? Also, ich bin ja nicht. Ich bin ja schon drauf eingestellt. Ich wusste schon, was mich hier erwarten wird. Aber es kann ja trotzdem auch ein schlechter Taxi-Simulator sein oder ein guter, so. Wie gesagt, ich finde es steuerungstechnisch ein bisschen. Erkennt das mal ein Controller, wenn ich den jetzt anmachen würde? Oh, tatsächlich. Oh, das ist tatsächlich viel angenehmer. Die Frage ist, wie blinke ich auf dem Controller? Ja, okay, verstehe. Das ist mit Controller viel, viel angenehmer. Also das geht wirklich, ne? Da brauchst du auch nichts umstellen. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich perfekt eingestellt, ja. Tatsächlich. Also was heißt perfekt, aber es geht klar. Diese Markierungen sind sehr pingelig, ne? Oder stehe ich da scheiße drin? Ne, jetzt. Hauptsache das Taxi fährt weiter. So, wo wollen Sie denn hin, ne? Maria, Marina, Olsen oder so? Klar, da bringe ich sie hin. Ich meine, jetzt könnte das eigentlich Spaß machen. Oh. Gut, was halt Controller schwierig ist, sich jetzt umzugucken. Oh. Wunderbar, ich habe nichts getan. Ich war es nicht. Und das ist halt wirklich komisch, dass es so ein bisschen laggt. Weil das ist, das liegt nicht am PC. Fahr du Arsch. Dankeschön. Also ich meine, es geht auch schlimmer von der Steuerung, ne? Aber es ist trotzdem so ein bisschen, ja, schwammig, würde ich sagen. Geht auch definitiv schlimmer. Wie gesagt, wenn man das mit dem Euro Truck Simulator vergleicht oder so, ist der natürlich 100-mal stärker. Wäre mir zu stressig, ja, ein bisschen tatsächlich. Also die Fahrprüfung war das stressigste. Also, KI-Verkehr geht echt richtig ab irgendwie, ne? Jetzt waren wir mal ein bisschen zu schnell. Mal gucken, was passiert. Leck mir im Arsch. Das leckt halt übel. Das ist nicht cool. Das verstehe ich nicht. Es macht keinen Sinn. Ich will, ja gut, stellen wir mal runter. Gucken wir mal, ob es besser wird. Dann machen wir mal so. Vielleicht ist das ein bisschen besser. Ja, bis jetzt, ja. Ah, der Wackelkopf ist wirklich wunderschön, ne? Der Hund. Ja, es ist,
wild Stau. Noch mehr Wackelköpfe. Ja, aber also, ne, wie gesagt, mehr als 30 Euro hätte ich jetzt wirklich nicht gezahlt. Ich finde das schon teuer. Das ist schon wirklich gut teuer eigentlich. Weiß nicht, ich will das jetzt nicht immer mit dem ETS vergleichen, aber was kostet der Euro Truck Simulator? Na gut, mittlerweile, okay, das ist ja auch Jahre alt, aber... Die Musik ist immer noch zu laut. Was hat der früher gekostet? Weiß das jemand? Bei Release? Ah, bestimmt auch 30, oder? Das leckt halt immer noch, ne? Das liegt nicht an mir. Das liegt nicht an mir. Aber ist meiner Meinung nach auch wirklich ein bisschen zu viel KI-Verkehr, oder? Es wäre geil, wenn man den halt so ein bisschen persönlich einstellen könnte, ne? Dass das, ich glaube, ohne so viel KI würde das nicht so lecken jetzt. Sehr real, ja, das ist natürlich schon cool, ne? Je mehr Autos, desto cooler ist das. Wo fahre ich denn? Wo, Hilfe? Was mache ich hier? Ist das ein Fahrradweg? Ich fahre da jetzt durch. Ja, ist schon richtig. Hattest du denn eine Ampel überfahren? Zahle ich keine Strafe, oder was? Okay, gut. So ist es. Na, fleißig am Arbeiten. Ich liebe es. Klar. Ja, Entschuldigung, ich kann nicht überall googeln. Was sagt sie? Wie heißt es mal so? Driving cars is something that I've always loved. That's the spirit. Ja, wir haben doch noch. Ja, verstehe. Nee, das macht natürlich doch Sinn. Traumberuf. Macht natürlich schon Sinn. Na, das Einzige, was jetzt wirklich noch stört, ist, dass es laggt, ne? Das ist so ein bisschen auch, ne, merkt ihr das? Ich meine, da steht 60 FPS, aber es ist, ich weiß es nicht. Es fühlt sich nicht so an. Ah! Ey, Taxifahren ist bestimmt geil, ne? Aber es hat natürlich auch so seine Schattenseiten, ne? Ich hätte in Real Life einerseits Bock drauf, andererseits natürlich gar nicht. Weiß jemand, wie das auf Konsole läuft? Ich kann die Grafik nicht noch weiter runterstellen. Das nervt, dass es laggt. Ich kann hier wirklich mal... den hier machen. Achso, ja, nee, dann das passt ja. Den Arm muss ich das umstellen. Ah, nee, den hier machen, wa? Entschuldigung. Muss ich das ja trotzdem umstellen. Kann ich dann wenigstens im... ihr habt gleich normales Bild. Ah, aber ich nicht mehr. Wunderbar. Okay, der randlos... warte mal. Das funktioniert ja alles nie so. Hm, nee, randlos auch komisch. Ein
gut, ich spiele halt auf meine Auflösung vom Monitor, logischerweise, ne? Aber das soll dir eigentlich mit den FPS nicht viel zu tun. Ich will das jetzt nicht auf Mittel stellen. Ich probiere das jetzt aber. Ich meine, ich habe hier ja eine FPS-Anzeige 130 FPS. Ne, jetzt sind es 80. Aber... Also ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt keinen Unterschied gemerkt. Wie keine Vollversion, also schon. Ich glaube, das ist nicht Early Access, oder? Ich meine, man bezahlt 30 Euro. Ah, ein bisschen besser läuft's. Ah, doch, das... Läuft doch ein bisschen besser, glaube ich. Was geht sonst noch in dem Auto? Yay! Wir dürfen 70 fahren. Klar, das tun wir auch. Man darf hier 70 fahren. Das will ich gar nicht. Wunderbar. Naja, das Ding ist, ich habe ja wirklich 80 FPS, ne? Also das muss ja reichen, aber das droppt halt manchmal sehr und es fühlt sich halt einfach, ich weiß nicht, fühlt sich nicht nach 80 FPS an. Aber merkt ihr das, dass das laggt? Oder merkt nur ich das? Steck aus. Arsch. Okay, es war jetzt ein bisschen scheiße, dafür haben wir natürlich jetzt sehr lange gebraucht. Manchmal minimaler Ruckler, ich denke auch, dass es einfach nicht so gut optimiert ist. Oder? Ich kann nochmal gucken. Achso. Sichtweite, Schatten niedrig. Ich weiß nicht, eigentlich sollte das laufen. Das ist, ja, der war von aus. War von schon aus. Ich meine, natürlich ist das schöner, wenn man alles auf episch hat, ne? Aber man droppt halt einfach die... Ja, das ist nervig. Ich glaube halt auch, dass es an der Optimierung liegt. Ich kann ja jetzt spaßeshalber mal komplett auf niedrig spielen. Ne? Sag dir, das wird trotzdem nicht laufen. Und dann liegt das definitiv nicht an mir. Ich mache jetzt mal aus Spaß alles niedrig. Und glaub mir, das wird trotzdem noch droppen. Na gut, jetzt sieht es wirklich aus wie Scheiße. Ja, guck, das droppt immer noch. Das liegt nicht an mir. Hast du gesehen? Ja, das ist halt so ein bisschen traurig. Das sind halt dann wirklich die Spiele, die nicht richtig optimiert sind. Das finde ich ganz schwierig. Ich werde das definitiv zurückgeben, ne? Weil es macht keinen Spaß, mit Lex zu spielen.
Also ohne die Lags ne, würde ich das jetzt noch weiter versuchen. Und ich denke, dann macht es auch einen gewissen Spaß. Ob das 30 Euro wert ist, weiß ich nicht. Würde ich nicht sagen. Vielleicht ist es auf Konsole besser, das kann ich nicht sagen, ne? Na, guck mal, das leckt immer noch hier auf niedrig. Jetzt pass auf. Jetzt geht eigentlich, ne? Boah, wie das nachlädt. Irgendwie lenkt sich das auch auf einmal voll scheiße. Wunderbar, haben wir das auch gesehen. Ja, bei Steam sind die Anforderungen, du darfst das maximal 2 Stunden gespielt haben und musst das innerhalb von 7 Tagen zurückgeben, dann bekommst du in 100% immer dein Geld zurück. Ne? Wenn du bei über den 2 Stunden bist, dann ist das Steam seine Entscheidung. Oder über den 7 Tagen, aber unter den 2 Stunden und 7 Tagen kriegst du immer dein Geld zurück. Immer, da musst du nicht mal einen Grund angeben, ne? Mach ich auch nicht. Ja, das ist nicht cool. Ja, vielleicht läuft es bei dir besser, ne? Aber dann musst du natürlich entscheiden, ob dir das vom Spielspaß... Also irgendwie hatte ich auch das Gefühl, es lief auf episch besser. Das ist wunderbar. Ich weiß nicht, wir können wirklich nochmal versuchen. Die Auflösung hier. Jetzt muss ich das halt in OBS... Ah ne, warte mal. Kann ich das in OBS nicht einfach... Ja, jetzt mache ich ganz OBS wieder kaputt, weißt du? Oder lasst mich mal kurz so probieren. Ich weiß, ihr habt gerade kleines Bild, aber lasst mich mal kurz probieren, ob das überhaupt was bringt. Achso, nein, das ist ja voll die Scheißauflösung jetzt. Scheiße. Ah ne, okay, es droppt immer noch. Ich mach das Bild... Nee, das... droppt immer noch hier, ne? Nee, ich weiß nicht, an was es liegt. Keine Ahnung. Ja, man muss hier ja rum, das ne, bringt ja nichts. Ja, mir war eigentlich klar, dass ich enttäuscht werde, aber dass ich so hart enttäuscht werde, das war mir schon wieder nicht klar. Aber gut zu wissen. Ist das so, ja? Ja gut, da kommt es natürlich auch immer auf die Hardware dann drauf an. Ne? Da kann es natürlich... Ach so, du weißt doch, so PC und alles ist eh... kann der kleinste Fehler wieder sein, keine Ahnung, ja. Alles schwierig. Aber wenn du sagst, da lief das besser, dann, ne, dann will ich das gar nicht dafür haten. Vielleicht ist das wirklich nur bei mir so, ne? Müsst ihr halt dann selber ausprobieren, weiß ich nicht. Aber so macht mir das nicht so viel Spaß tatsächlich. Ich meine, mein PC sollte das aushalten, ne? Das ist klar. Eigentlich. Ah, das ist nicht geil. Ja, das stimmt. Ja. Ja, deswegen, ich habe ja extra nochmal getestet, na, selbst auf niedrig geht nicht, dann stimmt ja irgendwas nicht. Man könnte natürlich noch ausprobieren Fenstermodus, aber dann ist das Bild irgendwie so klein, aber das kann man wirklich noch ausprobieren. Sonst weiß ich aber auch nicht mehr. Warte mal, wenn man das so macht vielleicht. Warum geht er da nicht ins Vollbild? Also ich verstehe das auch nicht.
Das ist doch ein randloses Fenster, aber der geht nicht ins Vollbild rein. Ich kann also nicht mehr. Ja, Auflösung ist das doch richtig, oder nicht? Ja, Auflösung ist so richtig. Nee, es soll ja auch ein randloses Fenster sein, also ein Vollbildfenster, oder nicht? Was ist das für ein Fenstermodus? Ah ne, da steht nicht Vollbildfenster, da steht nur randlos, ne? Ja doch, eigentlich sollte das doch... Ich weiß es auch nicht. Ich spiele eigentlich nie im Vollbild, ne? Keine Ahnung. Ja gut, aber kommt doch auf den Monitor drauf an, oder nicht? Ich hab halt einen Monitor mit höherer Auflösung. Also dann... Alter, daran liegt das auch nicht, glaub mir. Man kann natürlich jetzt nochmal gleich versuchen, neu zu starten. Vielleicht, weiß ich nicht. Ne, manchmal wundern so, aber... Leck. Manchmal leckt es auch gar nicht. Ich glaube, das ist ein KI-Verkehr irgendwie. Denke ich mal. Ja, fühlt sich nach dem KI-Verkehr an, so ein bisschen. Nee, habe ich jetzt nicht gefunden. Das wäre natürlich optimal. Jetzt geht's eigentlich schon komisch. Das ist nur eine Frage der Zeit. Das war auch scheiß eingepackt hier. Gerade läuft's. Ich warte dann auf den ersten Frame Drop. Nee, naja, was heißt läuft? Das droppt schon. Man merkt schon. Einfach ein Kind im Taxi. Warte, warum sind da zwei Leute? Wo kommst du denn her? Fahrlehrer auch mit drin. Wo kommt er? Ach, scheiße. Weiß ich nicht. Okay, ich versuche jetzt nochmal das irgendwie neu zu starten. Dann gucken wir mal. Denk an die 2 Stunden, easy. Wir haben erst 73 Minuten, alles easy. Ich überlege gerade, kann ich da sonst noch irgendwas einstellen? Wir gucken noch mal, aber ich glaube jetzt nicht, dass das was gebracht hat.
Mach die Bremse raus. Wie mach ich den Motor? Ey, natürlich. Ja, das ist nicht besser geworden, ne? Das ist mir jetzt schon. Na, hallo, ich will den Kunden. Richtig. Nee, leckt halt immer noch, ne? Ja, da machst du nächstes, sollte das nicht schön. Musst du auch ne, mal andere Streams angucken, wenn das da nicht leckt, ist schon komisch, ja. Weiß halt nicht mehr, was ich noch machen soll. Ne, es droppt halt übel, ne? Das ist eigentlich unspielbar, also für mich jetzt. Junge, du mit deiner Markierung. Hi. Wie viele Leute haben wir an? Okay. Und Speed. Ja, schon ein bisschen schade. Ja, ich glaub das, ne? Ja, komm über Rot, klar. Alter, die Bremse. Schon sad, aber ja, auch wenn das flüssig läuft, weiß ich nicht, 30 Euro. Aber sonst, das Prinzip ist natürlich klar. Ich glaube, so einem Simulator-Fan kann das schon Spaß machen. So. Also ich hätte da jetzt eigentlich auch Bock drauf. So ein bisschen. Wenn es halt richtig flüssig wäre. Nicht über Rot gefahren schon wieder. Kann noch mal gucken nach dem KI-Verkehr, aber da kannst du nichts machen. Spielanstellungen. Ne. Nee. Also was ich auf jeden Fall nochmal machen werde, ne, werde in deren Discord mal nachfragen, ob das auch jemand hat mit den Lags. Mal gucken, was man da machen kann. Und gegebenenfalls, wenn ich das echt irgendwie flüssig hinbekomme, kann man ja nochmal gucken. Manchmal läuft das, manchmal nicht, ne? Ja. Die wollten sogar einen Day-One-Patch bringen, glaube ich. Das bei anderen läuft und nur bei mir irgendwie nicht, dann weiß ich halt auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Oh Junge, bremst doch nicht. Wie viel Tank haben wir noch? Naja.
Muss mal gucken, wie das bei anderen läuft. Das interessiert mich jetzt schon, ja. Ja, okay, da bin ich froh, ne? Ja, wie gesagt, das wird dann so eine PC-Sache sein, ne? Bei manchen läuft halt. Bei manchen irgendwie nicht. Schwierig, ja. Wenn ich nicht der Einzige bin, ist schon mal gut. Ey, das mit den Markierungen fuckt ein bisschen ab. Wunderbar. Wo waren wir jetzt? Was ist das Fragezeichen? Interessante Street Art, klar. Ne, dich nehmen wir mit, du bist doch vor uns. Wir können auch beide mitnehmen. Mach den weg! Ja, mach den halt nicht weg. Ultra lag. Ist halt auch komisch, ne, weil ich meine, gut, ETS ist jetzt alt und so, ne, aber läuft auch, Scheiße, ich bin an dem Fahrgast vorbeigefahren, ne. Kann ich die Markierung da von dem wegmachen? Oh, Junge! Warum geht die Markierung? Wie mache ich das weg? Achso, abbrechen. Den will ich haben. Ich hoffe, in der Nähe ist niemand. Oh mein Gott. Kann man hier driften? Was soll ich denn da jetzt drauf parken? Steig ein! Ey, das ist so nervig, dass du so 100% geil in der Markierung halten musst, ne? Das muss perfekt sein auch. So, besser geht nicht. Ja, wunderbar. Komm rein, Opa. Hallo. Wo fahren wir hin, ne? Warte, wie eine Windschutzscheibe? Ich sehe die Ampel nicht. Dankeschön. Oh mein Gott, wir müssen tanken. Ey, wie gesagt, eigentlich habe ich da Bock drauf, ne? Nur auf die Lags nicht. Ich meine, mit Controller geht. Junge. Ich fahr auch wie Scheiße. Guck mal, die Geduld, wenn man schnell fährt. Weg ist er. Can you slow down, ruhig bleiben. Ich würde gerne wissen, was das liegt. Das würden jetzt so. Oh, hier habe ich viel mehr FPS, ne? Drop das hier auch. Oh Gott, sieht das scheiße aus. Ja gut, das läuft auch nicht geil. Oh, Hilfe. Hilfe.
Aber die Ansicht kannst du auch vergessen. Ne? Das sieht man, glaube ich, wie sich das stört. Auch mit Controller. Oh mein Gott. Ja, das kannst du vergessen. Nee, das geht nicht. Ja, das verstehe ich aber nicht, ne? Habe ich auch gesehen, aber das macht ja gar keinen Sinn. Und das stört sich halt auch nicht geil, ne? Wie komme ich denn wieder? Wie ändere ich die Kamera? Controller? Ach, es ist so schade irgendwie, ne? Ich wusste, ich werde enttäuscht, aber ich wusste wieder nicht, dass es so krass ist, ne? Und da kann ja das Game erstmal nicht viel dafür, vielleicht. Also schon irgendwie auch, aber... Er ist so traurig. Liebe Entwickler, es läuft wie Scheiße. Unspielbar. Das ist auch irgendwie meistens in den Kurven irgendwie, ne? Weiß ich nicht. 80 FPS sehe ich hier aber nichts von. Ehe, geh raus. Du bist entführt jetzt. Ja, du bist entführt. Richtige Müll, ja. Guck mal, wie das leckt. Das ist wirklich, wenn ich lenke auch teilweise, ne? Irgendwas. Junge, ey. So, Menschen überfahren. Auftrag nicht abgeschlossen. Wunderbar. Ja, schade. Schade, ey. Ich muss das hier schon beenden. Das bringt halt so nichts, ne? Wie gesagt, ich werde nochmal auf deren Discord und so mich da schlau machen, ne? Bevor ich das jetzt zurückgebe, gucke ich nochmal und dann werde ich euch natürlich informieren und dies und das. Aber bis jetzt, ich guck mal jetzt auf deren Discord, was steht denn da so? Was steht denn da so? Okay, sind viele enttäuscht, aber, ne? If you have any problem, contact the support team. Ihr leckt mir am Arsch, ich will niemanden kontaktieren. Die Bewertungen sind ja auch schon negativ. Warte mal, muss ich mal kurz gucken jetzt. Oh, größtenteils negativ. Warum das denn? Gucken wir mal rein. So, größtenteils negativ. Mach den Stream da unten weg, Junge. 30 Euro. 35 die Supporter Edition. Ja, das. Du zahlst dann mehr von ein paar Skins, ne? Auch interessant. Das Game ist so Wixing. Okay. Also hier steht die KI, ja. Hier wird sich beschwert, dass es auch eher so ein Arcade-Spiel ist, nicht? Ein Simulator, ne? Game Crash, Lags.
manche Lenkräder gehen gar nicht. Das ist natürlich auch sehr scheiße. Hab zwar noch kaum Kilometer auf der Uhr und kaum die Fahrstühle bestanden. Trotzdem muss ich gleich meinen Senf abgeben. Alter Fall, da findet das Ding sowas von gnadenlos geil. So viele Knöpfe, wo man dann rum... Nee, warte mal. Der ist doch gekauft. Hab zwar noch kaum Kilometer auf der Uhr und kaum die Fahrschule bestanden und trotzdem muss ich gleich meinen Senf abgeben. Alter Falter, finde ich das Ding gnadenlos. So viele Knöpfe, wo man dann rumschrauben kann. LOL. Für so Simo-Fetischisten, gell Kai? Ist das Ding der Knaller. Grafikbombe, die bunten Lichter und Knöpfe, die man drücken kann. Machen mich ja nur Bu... Machen mich ja nur Bu... Ich kann das nicht aussprechen. Machen mich ja nur buschig. Also, wenn das kein Simulator ist, muss der Begriff neu definiert werden. 16 Zylinder nach oben. 16 Zylinder nach oben. Alter, der ist gekauft. 16 Zylinder nach oben, oben von mir, und lege noch die Zündkerzen mit drauf. Mehr folgt in Kürze, oder auch nicht. Ach doch, noch eins. Kaufen, kaufen, kaufen. By the way, hoffe auf viele Städte in der Zukunft. Gerne gegen... Der ist gekauft. Das kann nicht wahr sein. Das ist... Ich muss das als negativ bewerten. Das kann nicht ernst sein. Leute, da steht... Das ist ein Troll. Da steht drin... Hoffe auf viele steht in Zukunft gerne gegen Geld. Das schreibt niemand. Zum Beispiel ein paar Deutsche. Die Spanier haben es ja nicht so mit dem Autofahren. LOL, Spaß. Okay, der ist 14. Wenn ich mir nur mal merken könnte, dass ein Automatikgetriebe vielleicht mal Handbremse rein oder die Handbremse raus beim Fahren. LOL. Ja, so viel Realismus bin ich nur in der Realität gewöhnt. LOL. Ja, ich habe noch einen Führerschein. LOL. Ey, das steht ja genauso. Ich verarsche euch nicht, ne? Nachtrag zum Thema miese Bewertungen wegen dem Lenkrad. Ich spiele mit Maus und... Ne, mit Tastatur und Maus. Mit Gamepad habe ich nicht so den Rundumblick. Da reicht. Klar, das Feingefühl beim Gasgeben ist nicht so toll. Lenkrad, dafür spiele ich so, spiele zu wenig. Gar nicht gemerkt. Aber wer weiß, vielleicht kaufe ich mir wegen dem Spiel wieder eins. Aber deswegen gleich ein Spiel mit Miesbewerden am Release-Tag ist auch nicht die feine spanische Art. Da kann man auch erstmal in Steam oder Discord oder wo auch immer einmal nachfragen. Alter, Alter, Wolke, danke dir für 100. Vielen lieben Dank, Dankeschön. Und das kriegt für mich einen Community-Preis. Und das zeichne ich hier mit dem Preis aus. Schade, dass es da nichts Beleidigendes gibt. Na. Wunderbar, der wird ausgezeichnet. Preis verleihen. Also das ist die beste Steam-Bewertung, die ich je gelesen habe, ne? Brummbär. Der spielt das gerade wirklich. Dann gehe ich mal auf sein Profil, ne? Was spielt der sonst so? Market Simulator, Disco Simulator. Danny aus Germany, was, ne? Ich finde es toll.
dass du als Entwickler vom Taxi-Simulator eine Bewertung abgegeben hast. Liebe Grüße. Kommentar verfassen, wunderbar. Nee, witzig. Was gibt's denn noch so für... Alter, meine Maus scrollt nicht. Für dieses Produkt gibt es noch keine Rezensionen. Hä? Leck mich im Arsch. Warte mal. Hä? Da gibt's nichts mehr, Leute. Das ist gelöscht jetzt. Hier gibt's keine Bewertungen mehr. Shopseite. Größtenteils negativ. Ah, das sind sie wieder. Okay, aber eine bessere als die Bewertung von gerade werden wir auch nicht finden. Ah, warte mal. Schon zurückgegeben, ne, bin dabei. Ah, jetzt hast du die Rezension verpasst, ne? Also das war das Beste am Spiel. Das war das Beste am Spiel. Ich finde die nicht mehr. Wo ist die denn? Oh, da hat noch jemand was geschrieben. Eilmeldung. Hier, ne? Könnt ihr das lesen? Ja, ne? Hier hat jemand geschrieben. Oh. Hier hat jemand was geschrieben, ne? Ey, ich will's doch nur markieren. Hier, der Kommentar hier, ne? Lieblingsland? Italien. Barcelona. Okay. Auch schön. Hätte auch von mir kommen können. Warte, da war noch irgendwas Deutsches. An sich ein cooles Spiel, aber die Performance ist absolut nicht akzeptabel. Ich habe eine RTX 3070 und das Spiel hat extreme FPS. Selbst wenn die Grafik auf mittel oder niedrig ist, ruckelt das Game ständig. Genau. Genau das gleiche habe ich auch. Lukas, deswegen bin ich eher am Zurückgeben, ne? Sonst hätte ich das ein bisschen ausprobiert. Aber ich habe ja auch extreme Ruckler, ne? Und Lenkräder werden nicht unterstützt. Das ist natürlich auch toll. So, Lukas. Ja, aber auf niedrig geht halt auch nicht, ne? Lukas, für dich nochmal die beste Rezension hier, ne? Besonders hilfreich. Wer hat das denn gemacht? Das ist eine Frechheit. Hier nochmal, ne? Ich will das nicht nochmal vorlesen, aber das musst du dir mal durchlesen. Das ist absolut... Schade, dass man da nicht kommentieren kann. Absolut genial. Ja, ich werde da jetzt nichts schreiben, ne? Ich will mich nicht lächerlich machen. Reicht, dass ich auf dem sein Profil kommentiert habe. Aber wie gesagt, ich behalte das Game jetzt erstmal, ne? Vielleicht patchen die da ja noch irgendwie. Was, ne? Bis jetzt ist es halt für mich unspielbar aufgrund den Lags. Aber ihr bleibt natürlich weiter informiert, ne? Ne, aber... Da kann ich gerade mal den Rainer fragen, weil er gerade in der Leitung ist. Was wäre denn dein Lieblingsland jetzt so allgemein, ne? Lieblingsland? Ja. Italien. Barcelona. Barcelona? Okay. Ich bin unter 2 Stunden. 7 Tage, Jojo. Ich werde jetzt 1-2 Tage warten, wenn es dann nicht besser ist. Ja, ich vergesse das hoffentlich nicht. Das vergesse ich eigentlich nicht. Barcelona. So, die Frage ist, was machen wir jetzt, ne? Weil ins RP, das lohnt sich doch jetzt auch nicht.
Das ist jetzt die Frage. Meine Maus ist immer noch nicht am Scrollen. Wunderbar. Fortnite. Wunderbar. Marbles und Süß. Ich bin so enttäuscht jetzt schon wieder, ne? Ich hasse das. Wenn man sich... Also ich habe ja nicht viel erwartet, aber... Als ich dann gelesen habe, 30 Euro und fertiges Spiel, da dachte ich schon, dass man keine FPS-Drops hat. Ich bin richtig sauer. Ich bin wirklich ein saurer Kunde gerade. Nicht sehr zufrieden. Aber ich kann es jetzt zum Glück wieder zurückgeben. Oh, hier gibt es noch so ein Game, ne? Hast du Supermarkt-Simulator gespielt? Ja, am Anfang sogar, ne? Aber, also den habe ich ja auch bei Release gespielt, ne? Ich spiele diese Spiele immer bei Release auch, ne? Folgt gerne hier rein, wenn ihr das, ne, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ich spiele jeden Simulator hier bei Release. Das Supermarkt-Simulator, finde ich cool, Performance her, ne, und keine Bugs und so, die ich da jetzt wahrgenommen habe, aber das war mir ein bisschen zu mühsam irgendwie, der Anfang, ne, das baut sich ja wirklich so ganz, ganz langsam auf, ne, und darauf hatte ich halt persönlich keinen Bock, aber sonst ist das ein cooles Spiel, ne, dagegen kann ich gar nichts sagen. Das war halt so ein persönliches Ding, da hatte ich jetzt nicht irgendwie die Motivation, da 100 Jahre für ein Regal zu arbeiten, ne. Aber wenn man da natürlich erstmal ein bisschen Geld hat, ist das bestimmt cool. B-Simulator. Sommer. Dagi B-Simulator.